Rosh Barsch, Nevros Piros B, liebe Freundinnen und Freunde. Ich möchte mich beim Vorredner Hakantasch anschließen. Wir werden Nevros feiern. Wir werden Nevros feiern, trotz der Barbareien, der Massaker, der Kriege. So wie wir Nevros immer gefeiert haben, obwohl es immer diese Massaker, diese Kriege, diese Barbareien gegen das kurdische Volk und die anderen Völker des Mittleren Ostens gab. Liebe Freundinnen und Freunde, Anfang der 90er Jahre konnten wir im Fernsehen die schrecklichen Bilder sehen von Panzern, die auf Nevros-Feste in Cizre, in Schirnak schossen, die dort Dutzende Leute töteten. Und wir haben erfahren, dass diese Panzer Panzer aus deutscher Lieferung gewesen sind. Und heute, mehr als 20 Jahre später, wiederholen sich die Bilder. Wir sehen wieder Panzer, die die Bundesregierung der Türkei geliefert hat. Und diese Panzer schießen wieder, sie schießen wieder zur Zeit des Nevros-Festes auf Kurdinnen und Kurden, diesmal in Afrin, in dem selbstverwalteten Kanton Afrin in Nordsyrien. Und wenn wir heute hier auf die Straße gehen und Nevros feiern wollen, dann gedenken wir auch der vielen hunderttausenden Menschen in Afrin, die morgen dieses Fest eben nicht wirklich feiern können, weil sie auf der Straße leben müssen, weil sie auf der Flucht sind. Auf der Flucht vor der türkischen Armee und in Al-Qaida-Banden. Aber ich bin sicher, auch die Menschen aus Afrin werden morgen die Feuer entzünden. Sie werden die Feuer entzünden, die der Schmied Carver vor 4000 Jahren entzündete, um das Symbol des Kampfes gegen die Tyrannei damit zu bringen. Und liebe Freundinnen und Freunde, es ist kein Zufall, dass die erste Gräueltat, die die Kräfte der Finsternis, die Al-Qaida-Banden in Afrin anrichteten, als sie die Stadt erreichten, das war die Zerstörung des Denkmales des Schmied Carver. Aber liebe Freundinnen und Freunde, wenn Al-Qaida und ihr Pate Erdogan gedacht haben, dass sie damit den Widerstandsgeist von Afrin, den Widerstandsgeist des kurdischen Volkes brechen können, haben sie sich getäuscht. Denn längst ist aus einem Carver, sind längst Tausende, Zehntausende Carvers gekommen. Die Söhne und Töchter Carvers kämpfen heute in der YPG und YPJ und sie werden Afrin verteidigen. Sie werden Rojava verteidigen, sie werden Kurdistan verteidigen und sie werden Nordsyrien verteidigen, liebe Freundinnen und Freunde. Als Anfang der 90er Jahre die deutschen Panzer in Cizre, in Schirnak mordeten, war das kurdische Volk noch allein. Aber heute haben die Kurdinnen und Kurden durch ihren mutigen Kampf weltweit Freundinnen und Freunde, die auch diesen Kampf verstärken, die ihnen beistehen. Und eine dieser Freundinnen war Anna Campbell, eine junge Sozialistin aus Großbritannien, die sich entschlossen hat, nicht nur auf die Straße zu gehen, sondern die sich entschlossen hat, mit der Waffe in der Hand an der Seite von YPG und YPJ zu kämpfen. Und unsere Genossin Anna Campbell ist leider vor wenigen Tagen gefallen. Sie ist gefallen bei einem Luftangriff der türkischen Armee, als sie den Kanton Afrin verteidigen wollte. Aber so wie Anna sind noch viele Kommunistinnen und Kommunisten, Anarchisten, Demokratinnen und Demokraten aus aller Welt heute in Afrin, heute in Rojava, um dort mit YPG und YPJ nicht nur Afrin zu verteidigen, sondern um dort die Revolution zu verteidigen, um dort für ein neues Zusammenleben und für die Menschlichkeit zu kämpfen. Und unsere Grüße gehen an alle diese mutigen Kämpferinnen und Kämpfer. Unsere Grüße gehen an YPG und YPJ. Und unsere Nevros-Grüße gehen von hier aus auch in die Gefängnisse der Türkei und bis nach Imrali. Wir grüßen die politischen Gefangenen. Darum, liebe Freundinnen und Freunde, lassen wir nicht nach.
gehen wir auch die nächsten Tage weiter auf die Straße. Der Widerstand von Afrin wird weitergehen. Afrin ist nicht gefallen, der Kampf ist nur in eine neue Etappe getreten. Jetzt wird die Guerilla in Afrin aufstehen und sie wird die Besatzer raustreiben und sie wird Erdogan doch noch sein Vietnam bereiten. Aber wir, unsere Pflicht ist es, diesem Kampf auch weltweit bekannt zu machen. Unsere Pflicht ist es, Druck auf die deutsche Regierung zu machen, die weiterhin Panzer und Flugzeuge und Waffen an die Türkei liefert. Unsere Pflicht ist es, hier in Deutschland gegen die Kriminalisierung an die Seite der kurdischen Freundinnen und Freunde zu treten und durchzusetzen, dass endlich diese Verbote hier aufgehoben werden und dass alle kurdischen Symbole und Fahnen gezeigt werden dürfen. Dafür werden wir auch Newroz nutzen. Dafür werden wir in den nächsten Tagen auf die Straße gehen. Newroz ist ein Volk, ein Fest des Widerstandes. Newroz ist ein Fest der Freiheit. Und Newroz ist und bleibt die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für alle Menschen. Newroz Pirosbi! Los!